Was soll ich sagen? Vielen Dank, Wien. Es war eine fulminante Premiere. Es wurde applaudiert, es wurde gelacht, es wurde dieser Abend gefeiert. Es freut uns besonders, hier zu sein. Es war wirklich toll. Und ich habe die ersten Eindrücke für euch festgehalten. Ich habe die ersten Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was ist deine Aufgabe im Zirkus? Clown oder Artist? Schaut rein. Artist, glaube ich. Ja? Weil? Weil ich gern durch die Luft fliege. Und weil ich gerne Akrobatik hätte, aber ich glaube nicht, dass es so gut gehen würde wie hier. Wenn du dich entscheiden könntest im Zirkus, Clown oder Artistin, was wäre Artistin, auf jeden Fall, Artistin. Liegt dir näher, weil? Es beeindruckt mich weit mehr. Clown bin ich selber, das tue ich ja eh dauernd. Ich blädel ja ständig herum auf irgendwelchen Bühnen, aber dieses Artistendasein, mich imponiert wahnsinnig diese Körperbeherrschung. Das würde ich gerne alles selber können, aber das kann ich überhaupt nicht. Darf ich Sie ganz kurz fragen, Frau Schiller, wie ist Ihr erster Eindruck vom Zirkus? Ich finde ganz toll die Nummern. Also ich bin total begeistert, auch von der Tochter oder von den Töchtern. Ich glaube, die eine war, dass die so alleine hinauf mit dem Ring irgendwie und da sich so, und die andere war die mit dem Rollschuh und jetzt glaube ich noch einmal, wo sie geturnt hat, wieder auf diesen, also einmalig. Und jede Nummer hat mir irrsinnig gut gefallen. Super, vielen Dank. Wenn Sie persönlich beim Zirkus wären, was wäre Ihre Rolle, die Sie sich aussuchen? Wäre das eher der Clown oder wäre das der Akrobat? Weder der Clown noch der Akrobat. Es wäre schlicht und einfach und glaube ich, würde auch meinem Talent entsprechend der Pianist. Da bin ich jetzt überrascht, aber das finde ich gut. Vielen Dank. Das ist das Einzige, was ich könnte. Sonst der Conferencier, nein, auch nicht. Und der Clown überhaupt nicht. Wenn du dich entscheiden könntest und Bernhard Paul ruft dich an und sagt, ich habe einen Platz frei, was würdest du machen? Clown oder Artistin? Zirkusdirektorin. Das sagen sie alle, warum? Na, da braucht man nicht so viel machen. Also Clown oder Artistin? Clown, glaube ich, finde ich nicht gut. Artistin müsste ich üben. Fifi, eine kurze Wortspende. Wie ist der erste Eindruck vom Zirkus Roncalli? Großartig, da passt alles. Man kommt daher, man sieht das wunderbare Rathaus, das großartige Zelt und vor allem die großartige Show und die großartigen Künstler. Und bei dem Anblick fragt man sich ja, wo eigentlich mehr offen sind, wenn man schon einen Zirkus führt hat. Ne? Okay, ja, das verstehe ich gut. Wenn der Bernhard Paul dich morgen anruft und sagt, du, ich habe einen Platz frei, du kannst es da aussuchen, Clown oder Artist, wo wärst du dabei? Also Artist sicher nicht, weil ich im Moment ganz okay Rückenprobleme und ich habe Schmerzen gelitten, wie ich diese tollen Akrobaten gesehen habe. Als Clown eventuell könnte das funktionieren. Würde sich anbieten wahrscheinlich. Ja, ja. Nase haben, bringe ich selber mit. Wenn Sie noch einmal die Gelegenheit hätten, zum Zirkus zu gehen, Clown oder Artistin? Direktor vom Zirkus. Wunderbare Antwort. Ja. Schönen Abend noch. Bitte. Dankeschön. Ja. Lotte Tobisch, man kann sie nur lieben. Das ist Wien. Großartig. Wenn Bernhard Paul mal abdanken möchte, Lotte übernimmt wahrscheinlich. Ich muss mich an dieser Stelle verabschieden. Es war ein großartiger Abend. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren und kann jedem nur empfehlen, vorbeizukommen bei uns im Zelt hier am Rathausplatz. Und gute Nacht, Wien. Tschüss.